Sieh mal, unterm Rumpf ist jede Menge Schutt. Sollen wir den wegräumen? Das würde zu lang dauern. Wir könnten es runterschieben? Gut, versuchen wir es. Fertig? Ja. Dann schieb! Ihr müsst nachkommen! Was? Amicia! Folgt uns! Wir warten flussabwärts auf euch! Komm, wir suchen uns einen anderen Weg. Ich hoffe, Joseph kann das Boot anhalten. So viele sind tot. Das haben sie nicht verdient. Eine Tragödie. Ich hätte nie gedacht, dass... Dafür ist es jetzt zu spät. Aber diese Insel. Hugo sagt, dort wird alles gut. Also ist es so. Wie? Die Frage ist, wo? Wir müssen sie finden. Was ist mit eurer Mutter? Mir egal. Aber du musst dich für eine Seite entscheiden. Sie ist meine Magistra. Hier ist ein Weg. Hier durch. Hier ist der Fluss. Da sind sie. Mein Gott, es sieht von oben noch schlimmer aus. Das stinkt ja widerlich. Wir müssen Hugo von hier wegbringen. Hey, sie sind da oben! Wir kommen! Was ist das? Oh nein, 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 nein! Was zur Hölle? Da sind sie! Sie sind schon hier? Sicherheit, glaube ich. Das war wirklich knapp. Alles in Ordnung? Ja, keine Sorge. Geht's gut, Hugo. Sieh doch, beiden geht's gut. Ja, aber die Ratten. Wir kommen schon zurecht, sind unterwegs. Also, wo fangen wir an? Auf der anderen Seite sind Feuerbecken. Komm schon, lauf! Alles klar, das wäre schon mal geschafft. Wir sind umzingelt. Es muss doch irgendwie gehen. Die Kräne. Ja, wenn die Kräne Steine bewegen können, dann... Und der da hat eine Kurbel. Wir sollten es versuchen. Es funktioniert. Das Heu bewegt sich. Ja, so kommen wir vielleicht rüber. Nicht halten. Es muss ein Gegengewicht geben. Ich kümmere mich um den Kran und du dich um die Schleuder. Na gut, ich geh rüber. Viel Glück. Deine Aufgabe, Lukas. Sofort. Funktioniert. Das Heu bewegt sich. Ja, so kommen wir vielleicht rüber. Hast du das Loch gesehen? Was die mittlerweile können. Sie haben eine Stadt eingerissen. Und das wird wieder passieren, wenn wir Hugos Gefühle ignorieren. Oh, das Heu reicht nicht. Zu mir zu bringen. Dann kann ich ihn anzünden.
mitzukommen. Ist es aber vielleicht wert? Ist es nicht. Und Hugo glaubt auch nicht mehr daran. Ja, ich kann ihn leider gut verstehen. Bin da. So ist's gut. Alles klar. Hier komm ich. Dann mal weiter. Amicia! Wir sind auf dem Weg, Hugo! Er hat immer noch Angst. Ich muss schnell zu ihm. Er hat eine Mutter. Sie ist verblendet, Lukas. Das weiß er. Na gut, dann sollten wir schnell zum Boot zurück. Wir benutzen noch mal den Kran. Ja. Du musst dich darum kümmern, Lukas. Natürlich. So wird es klappen. Ja, guter Wurf. Gut gefangen. So, ich bin dran. Oh je. Du schaffst das. Lauf einfach weiter. Ja, sind nur Ratten, stimmt's? Kenn ich doch schon. Ja, worauf warte ich dann? Na los, los, ja! Nicht denken, rennen! Nicht denken! Ah! Ja, du bist ziemlich schnell! Danke. Es geht nichts über gute Motivation. Ich kümmere mich drum. Hier ist noch ein Heuballen. Ich zünd ihn an und dann los. Alles klar. Bleib, wo du bist. Ich hoffe, das hilft uns weiter.
geschafft! Übrigens, ich mag deinen Kampfschrei. Danke. Damit kann ich schneller rennen, glaube ich. Fast geschafft. Durchatmen. Ich versuche es. Gut, wir sind fast da. Ich hoffe, in Marseille ist es besser. Wenn der Orden ihn in die Finger kriegt, ist es zu spät. Die sind nicht alle wie Vaudan, Amicia. Das Risiko können wir aber nicht eingehen. Ihm auch gesagt. Ich bin trotzdem froh, dass es euch gut geht. Ich störe ja nur ungern, aber wir müssen weiter. Und die verdammte Kette ist im Weg. Wir kümmern uns drum. Sie steuert eine Fähre. Wir brauchen keine Fähre. Die Kette muss weg. Auf unserer Seite ist sie nicht. Völlig verrostet, glaube ich. Vielleicht auf der anderen. Ich kann ja die Fähre nehmen. Unter dem verdammten Steg ist irgendwas! Scheint die Kette zu blockieren! Wie kommen wir da runter? Wir finden eine Lösung. Fest! Vielleicht auf der anderen. Ich kann ja die Fähre nehmen. Hier ist es zu steil. Er rollt weg. Lukas, ich brauche deine Hilfe. Klar. Und? Ist da ein Durchgang? Da ist ein Loch. Ich gehe rein. Vorsichtig. Oh Gott. Alles in Ordnung? Alles gut. Da sind überall tote Leute. Raus da. Nein. Ist schon gut. Keine Sorge. Tut mir leid. Oh, nein, bitte nicht. Tut mir leid. Ich bitte, verzeih. Es muss leider sein. Luft. Lass dir Zeit. Sag mir Bescheid. Lass es bleiben. Natürlich. Tut mir leid, Amicia. Ich hab Angst. Ach nein, es ist nicht deine Schuld. Marseille wird dir gut tun, Hugo. Ich will nicht zum Orden gehen. Ich weiß. Magister Vaudan war nicht nett. Aber diesmal wird es anders. Seine Insel, Mutter. Nicht jetzt, Amicia. Na gut. So, die Kette muss weg, auf welche Weise auch immer. Siehst du was? Ich suche schon. Hier muss doch etwas sein.
könnte klappen. Amicia, nein! Geht's dir gut? Was zur Hölle? Sag schon! Mir geht's gut! Hätte mich nur fast zermalmt. Wie soll sie zurückkommen? Die Kette ist weg! Himmel, das nächste Schlamassel. Wie komme ich darüber? Ganz ruhig. Du bist aufgewühlt und du weißt warum. Die Insel. Denk jetzt nicht dran. Bleib konzentriert. Gut, das ist geschafft. Zu hoch. Ich brauche noch einen Karren. Müsste ich zurückkommen. Komm her, ich brauch dich. So sollte es gehen. Los geht's. Ach, gut, eine Insel finden. Ach, und wie? Vielleicht könnte ich Joseph fragen. Ganz diskret. Los, Männer! Lasst ihn in Ruhe! Ziel einfach und schieß! Mit dem Griff kannst du nachladen! Alles klar! Loslassen! Lasst mich los! Wie gefällt euch das? Lukas, alles in Ordnung? Ich zittere am ganzen Körper. Danke. Zu viele Ratten. Ich komme nicht zu euch hin. Amicia, mach ihm den Weg frei. Wie? Präpariere deinen Bolzen mit Ignifer. Feuer auf irgendwas aus Holz. Dann brennen die Bolzen länger. Mach ich. Lukas, ich sag Bescheid, wenn der Weg frei ist. Verstanden. Danke. Das sollte reichen. Der Weg ist schon fast frei. So, du kannst kommen. Ja, brillant. Bin unterwegs. Wie geht es dir? Gut. Mir ist zwar das Blut gefroren, aber danke fürs Treffen. Das war die gleiche Gruppe wie in der Arena, Amicia. Was ist in der Arena geschehen? Und wer ist dieser Arno? Er ist ein großes Problem, fürchte ich. Wir müssen weg! Hier haben wir also das berühmte Mädchen mit der Schleuder.
Du bist offenbar auch sehr geschickt, wenn es um das Töten meiner Männer geht. Dann los, jetzt! Ja, netter Versuch. Das ist schlecht! Was ist los? Schnell, flussaufwärts! Umzingeln Sie! Was hast du mit dem gemacht? Hab mich nur verteidigt! Feuer! Haltet das Boot auf! Alicia, kommst du uns rein? Nein, ich muss Schlussentdeckung geben! Ich komm schon! Meine Entscheidung, Mutter! Bleib drin! Stopp schon! Aufhalten. Nicht nach all dem! Hier! Aufhalten! Oh nein! Sie versperren den Weg! Festhalten! Wir müssen von hier verschwinden! Verdammt! Sie blockieren uns! Zünd den Karren an! Zünd das Ding mit deinen Feuerbolzen an! Hier geht's nirgendwo hin! Da kommt mehr! Brenn! Jetzt brenn schon! Los jetzt, Mutter! Ah. Ja, bitte! Wie gefällt euch das? Das ist Wahnsinn! Ah. Da rechts! Der Wald fährt alles auf, was er hat! Du hast den scheiß Krieg angezettelt! Das wollte ich nicht! Moment, mach dieses Schwein an nur kalt! Wir kriegen sie an der Brücke! Sag den Männern, dass sie kommen! Genau! Sag ihnen, dass sie so gut wie tot sind! Zu, weil wir aus der Schlucht raus sind. Bleib am Ruder und überlass sie mir. Nicht schlecht, Kleine. Die Armbrust ist wie für dich gemacht. Nein! Was ist geschehen? Joseph ist tot! Geh wieder rein und pass auf Hugo auf! Tun. Nein! Ich bin hier. Zeig mal, wie du gegen meine Rüstung ankommen willst. Oh, warum bist du weg? Lauf! Du wolltest doch, dass ich komme. Häng ihn erst ab!
jetzt! Nein! Nein, nein! Nicht anhalten! Wer tötet, muss bereit sein, getötet zu werden. Nur fair, oder? Keine Panik! Hör auf zu zittern! Lass dich nicht erwischen! Oh, ich muss zurück! Ich kann es schaffen! Das Boot! Ja! Na, Wetterausblick? Nein! Nein! Fahr zur Hölle! Was ist los? Ich dachte, du wolltest sterben! Genau! Versteck dich! Das passt zu dir! Ich kriege dich sowieso! In Sicherheit! Erstmal atme! Ich bin hier irgendwo! Seh zu, dass ihr sie findet! Wo willst du hin? Ich schnapp mir ihre Familie, damit lock ich sie raus! Nein! Dreckskerl! Machen wir es kurz, Mädchen! Komm raus! Ich tu dir nicht weh! Ich muss vor ihm beim Boot sein! Schneller, verdammt! Halt ihn auf und dann nimm was jetzt! Nein! Da! Schnell lauf! Ich bin zu weit weg! Nein, rühr sie nicht an, sonst... Nico! Lukas! Kein Schritt weiter! Oh, genug gespielt für heute? Ich zeig dir ein Spiel. Sonst seid ihr auch dran! Wir müssen ihr helfen! Letzte Lektion. Wenn du das Risiko suchst, musst du besser sein. Ah, Hugo! Na, sieh mal an. Verstärkung. Sie sind weg. Du wirst doch nicht sterben. Nein. Komm zurück. Wir haben nicht viel Zeit. Was hast du vor? Amicia! Amicia! Was tust du? Was tust du da? Wenn wir in See stechen. Nur du und ich. Finden wir deine Insel. Sie wissen gar nicht, wie man ein Boot steuert. Hm? Mama und Lukas. Oh, sie schaffen das schon. Niemand ist klüger als die beiden. Es blutet wieder. Ja, wir sollten uns darum kümmern, bevor es sich infiziert. Da drüben gibt es Wasser. Ja.
Ist das deine Insel? Ja, die sehen aus wie Zähne. Eine Zweizahninsel. Ich glaube, ich habe sie schon mal gesehen. Auf einem Gemälde in Vaudans Labor. Sie ist also echt? Ich mach das. Sei bitte vorsichtig. Ja. Fertig. So schnell? Dankeschön. Du bist gut darin. Und ohne dir weh zu tun. Hast du gut gemacht. Also, mein Herr, wir müssen eure Insel finden. Ja. Wie kommen wir auf eine Insel? Mit dem Boot, wenn wir wissen, wo es ist. Meinst du, Mama wird böse sein? Sie wird nicht begeistert sein. Keine Sorge. Und glaubst du, diese Banditen folgen ihnen? Nein, sie sind nicht in Gefahr. Aber sie haben keine Waffen. Sie fliehen oder tauchen unter, Öko. Sieh nur die Blumen. Ja. Na komm, du magst Blumen. Aber was, wenn ihr Boot sinkt? Öko. Wissen Sie, wie man schwimmt? Ihnen passiert nichts. Versprochen? Ja. Warte. Siehst du den Baum? Ich bin bestimmt schneller dort als du. Jetzt? Warum? Weil du ein kleiner Angsthase bist. Bin ich nicht. Selber. Dann beweis es. 3, 2, 1. Hey! Du bist selber ein Angsthase. Hoffentlich blutet es nicht wieder. Ich gewinne. Halb so wild. Ah! Oh. Nicht lustig. Doch, irgendwie schon. Hast du dir wehgetan? Nein. Oh, sieh mal. Das ist eine schöne Feder. Sie ist so weich und blau. Sie muss von dem Nest dort oben gefallen sein, siehst du? Oh, ja. Wir suchen nach weiteren Nestern. Da finden wir bestimmt mehr Federn. Ja. Bis dahin mache ich aus dir einen Vogel. Ein Rittervogel. Ah, apropos. Ich habe bei meinem Ausflug mit Lukas ein paar hübsche Blumen gefunden. Willst du sie? Ich glaube, ich mag lieber Federn. Oh, na gut. Das war ein tolles Rennen. Ja, war's. Du hast noch Schmerzen. Nein. Was am meisten schmerzt, ist, dass ich ein Angsthase bin. Aber ein lieber Angsthase. Das ist aber nett. Nächstes Mal lasse ich dich gewinnen. Oh nein. Nächstes Mal bist du dran. Oh, hörst du das? Was ist das? Gesang. Klingt nach einer Messe. Gibt es hier eine Kirche? Mal sehen. Was ist das? Ein Markt. Nein, hier gibt es keine Stadt. Aber der Gesang kommt von dort. Vielleicht kennen Sie die Insel. Ja. Wir fragen Sie. Guten Tag. Kann ich etwas für euch tun? Hallo. Ja, wir haben uns wohl verlaufen. Warum singen die Leute? Oh, weil Messe ist. Wir sind auf Pilgerfahrt, also beten wir für eine erfolgreiche Reise. Oh, ihr seid auf dem Weg nach Rom. Ganz genau. Und ihr, wo führt eure Reise hin? Auf eine Insel. Wir wissen nicht viel darüber. Unser Anführer Perö kennt die Umgebung gut. Er hilft euch sicher. Du findest ihn in der Nähe der Ruinen. Er liest die Messe. Ruht ein wenig im Schatten. Ihr seht mitgenommen aus. Ja. Danke. Danke. Gern geschehen. Warum gehen Sie nach Rom? Weil nächstes Jahr das Jubiläum ist. Ein besonderes Jahr. Lass uns diesen Perö suchen. Achtung, Kinder! Nicht so schnell!
ganz. Machen sich gut. Ja, sie sind unerschütterlich. Ja, ihr Glaube ist stark. Werden wir den Papst in Rom sehen? Vielleicht, wenn wir Glück haben. Dort werden abertausende Menschen sein. Das wird toll. Naja, ich will lieber auf meine Insel. Die ist bestimmt besser. Hallo. Oh, hallo. Hallo. Da ist unsere Messe. Ist das da hinten Perö? Shh. Ja. Wartet, bis er fertig ist. Oh, Verzeihung. Wir warten hier. Vielen Dank. Mein Herr, ich suche deine Nähe. Beschütze diese demütigen Pilger, die sich in dunklen Zeiten nach Barmherzigkeit sehnen, auf ihrer heiligen Reise. Und empfange die Gebete der Bedürftigsten. Amen. 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 Ihr könnt jetzt zu ihm. Danke. Amen. Ha? Amen heißt nicht danke, weißt du? Ah, reden wir mit ihm. Hallo. Oh, hallo. Und willkommen. Ihr seid neu hier. Ja, und anscheinend haben wir uns etwas verlaufen. Und wohin wollt ihr? Ich schätze mal nicht nach Rom. Nein, wir suchen nach einer Insel. Sie hat zwei Zähne und da ist ein Vogel und ein See und da sind Blumen. Es ist wahrscheinlich eine Insel mit zwei großen Bergen. Man sagte, ihr könntet uns helfen. Aus dem Stand nicht. Aber ich habe irgendwo eine Karte des Mittelmeers. Wollt ihr sie sehen? Ja, danke. Das wäre perfekt. Ihr Leute! Wartet hier. Wir suchen einen Jungen und ein Mädchen. Das Mädchen hat Soldaten getötet. Sie ist bewaffnet und gefährlich. Auf Geheiß von Graf Viktor von Arl durchsuchen wir dieses Lager. Ich erkenne einen schuldigen Blick. Aber was du auch getan hast, du bist immer noch ein Kind. Kommt mit mir. Wir müssen euch aus dem Lager schaffen. Folgt mir und bleibt unauffällig. Was ist hier los? Aus dem Weg! Zelte räumen! Sie suchen nach jemandem. Kooperiert und niemand wird verletzt. Bitte, tut uns nicht weh. Wir haben nichts getan. Irgendwelche neuen Pilger? Eindringlinge? Hier kommen jeden Tag neue Leute an. Werden sie uns verraten? Nein, aber ich hoffe, ihr tut Buße. Ich versuch's. Wir alle müssen uns dem Urteil stellen. Langsam, da sind noch mehr. Zwei. Ein Mädchen und ein kleiner Junge. Ich bin mir nicht sicher. Wir sind so viele. Dann denk nach. Hey, vorsichtig! Zurück! Nein. Ärger. Versteckt euch unter dem Karren. Ich kümmere mich um sie. Komm, Amicia. Ich weiß. Shh. Entschuldigung. Ja, was ist? Habt ihr die Gruppe dort schon überprüft? Einige haben sich erst vor kurzem angeschlossen. Sie sehen zwar nicht verdächtig aus, aber wer weiß. Besser als nichts. Werfen wir einen Blick drauf. Ihr habt ihn gehört. Aufpassen und Augen offen halten. Gute Idee. Gehen wir jetzt, Amicia? Noch nicht. Warte auf sein Zeichen. Mhm. Hey, ihr da. Ich? Wie lange seid ihr schon in diesem Pilgerzug? Der Weg ist frei. Kommt. Ruhig. Gehen wir. Auf der anderen Seite des Pferdegeheges führt ein Pfad zum Meer. Habt unendlich Dank. Danke. Seid vorsichtig. Komm, wir müssen hier weg. Ich hoffe, die Soldaten tun ihnen nichts. Sie werden niemandem etwas tun, wenn sie uns nicht finden. Entfernen wir uns, soweit es geht. Einige Leute haben gerade einen Jungen und ein Mädchen im Lager erblickt. Sucht sie! Oh nein! Schnell! Halt! Hier, wir sind hier! Lauf, Hugo, geradeaus! Zu mir! Halt ich dich! Hier! Mich nicht an! Oh nein, Hugo! Da! Zu mir! Wir sind hier! Ich brauche Verstärkung! Amicia! Mein Kopf, wir müssen weg! Ja, ja. Mir ist schwindelig. Deine Hand!
Du blutest wieder. Oh Gott. Oh. Hinterher! Das Amicia! Tötet sie sofort! Wir müssen weg. Ja, wir müssen weiter. Wo sind wir? In einem Steinbruch. Da sollen wir rein. Es ist so dunkel. Ich glaube, das ist der einzige Weg. Gehen wir rein. Wo sind sie? Wir dürfen nicht. Weiß nicht. Nimm meine Hand. Du hast Soldaten getötet? Ja, ich hab mich verloren. Hast du mir nicht erzählt? Aus Scham. Bleiben wir bei der Sache. Amicia, da ist jemand. Ich höre nichts. Woher weißt du das? Ich spüre es. Es sind wohl die Ratten. Ich versuche mehr zu spüren. Willst du das wirklich tun? Ja, keine Sorge. Gut, sei vorsichtig. Oh. Ja, ich sehe sie. Sie sind hier. Soldaten. Moment, wie... Die Ratten... Sie spüren das Blut der Menschen. Ich jetzt auch. Es ist wie ein Geräusch. Ein Echo. Und wo sind sie? Sie kommen. Wenn du willst, mach ich's nochmal. Oh nein! Schnell! Schnapp doch die Eindringlinge! Bewegung, Männer! Mehr hast du nicht drauf! Eine Tür da oben. Amicia, dein Kopf. Mir geht's gut. Die Ratten, Hugo, sind sie eine Bedrohung? Kommen sie? Nein, noch sind sie tief unten. Konzentrier dich auf sie. Das Mädchen. Sie hat erfahrene Soldaten getötet. Wer ist sie? Eine Söldnerin des Walds? Für den Wald kämpfen kann ich. Ich sehe, hier sind sie auch. Wie kommen wir hier raus? Sie ist besessen. Wir werden sie verbrennen. War das? Hier lang. Ganze. Aus dem Weg. Du hast alle getötet, glaube ich. Wir sind außer Gefahr.
Tür. Ja, das ist unser Fluchtweg. Oh, nicht jetzt. Amicia. Oh, lass mich atmen. Wir sollten warten, Amicia. Nein, dann finden sie uns. Wir müssen das Gebäude erreichen. Ist das eine Kirche? Weiß nicht, aber wir sind ausgeliefert. Da ist es vielleicht sicherer. Uns wurde berichtet, dass sie hier sind. Sucht die Gegend ab. Fangt diese Hexe. Sie geben nicht auf. Oh, das sind Schlechter. Hast du in der Roten Stadt viele getötet? Mehr als ich sollte. So, jetzt... Sie dürfen nicht entkommen! Spürt sie auf! Oh nein! Zusammen auf die Insel. Ja, wir müssen hier raus. Ich tue alles, was ich kann. Du schaffst das schon. Bald sind wir auf dem Meer. Ja, bald. Oh, es stinkt so sehr. Lauter Tote. Nicht. Mir ist schwindelig. Nein, nicht einschlafen. Bitte, wach auf. Bitte. Was? Nein, nein, sie kommen. Amicia, beweg dich. Amicia, wach auf. Ah, sie sind hier, Amicia. Du musst aufwachen. Was soll der ganze Krach? Mir nach. Oh nein, Soldaten. Nein, nein! Amicia, wach auf! Sie sind auch hier! Nein, sie sehen uns! Was soll ich tun? Ah, Amicia!
Komm schon. Aus dem... Ross, war das echt? Oh, du bist zurück. Geht's dir gut? Was ist passiert? Höre ich da Ratten? Keine Sorge, sie helfen uns. Oh, was? Hey, Ratten! Hast du gesehen? Ratten! Ja! Was ist hier passiert? Sie fressen unsere Männer auf! Vorsicht! Soldaten, ich kann nicht... Ruh dich aus. Ich mach das. Wie? Ich zeig's dir. Erstmal weiter. Kontrolliert? Nicht wie früher. Dieses Mal war ich in ihren Köpfen. Sei vorsichtig. Sie dürfen dich nicht beherrschen. Die Makula will dich einnehmen, deine Emotionen aufsaugen. Du musst sehr vorsichtig sein. Bin ich. Mich schneller bewegen. Ja, das hält dich warm. Stück Stoff, der ist neu. Dein Verband ist schmutzig. Wechseln wir ihn. Wir könnten die hier verwenden. Sie sind sauber. So. Damit fühlst du dich besser. Hoffentlich. Welchen? Ist mir den da. Nicht bewegen. Entschuldige. Fertig. Danke. Ich hoffe, das hilft.
Güte. Dieser Ort ist so groß. Wie sollen wir... Wir schaffen das. Stirb bitte nicht. Noch nicht. Sie haben diese Leute aufgefressen. Lass die Toten. Wenn wir das Mädchen nicht kalt machen... Was ist das? Der geht's uns schneller als den. Soldaten, Ratten, Vorsicht. Ich pass auf dich auf. Garantiert hier entlang. Nein, nein, nein. Da seid ihr ja. Wir wurden entdeckt. Gehen wir. Amicia! Amicia! Oh nein! Es blutet so sehr!
Da sind sie! Sie kamen! Ich kann nicht! Du musst dich allein drum kümmern! Ganz sicher? Tu es! Schnell! Geh weg, das reicht! Beherrsch dich, Hugo! Das ist dein Ende! Aufhört! Sonst töte ich euch alle! Ich hab's schon mal getan! Was machen die Ratten hier? Die Ratten! Sie beschützen sie! Der Junge muss sie kontrollieren! Ihr seid alle gleich! Ihr Monster! Konzentrier dich sonst! Verlierst du die Kontrolle? Ich hasse euch in eurer Armee! Kommt ruhig! Sie werden euch aufhalten! Ich fresse dich! Er ist verrückt! Hör damit! Ich fresse euch alle auf! Oh, hör damit auf, Hugo! Das geht zu weit! Hör auf, Hugo! Du verlierst die Kontrolle! Hugo? Hugo? Was ist los? Was ist los? Wir müssen hier raus! Was? Was soll der ganze Lärm? Was ist passiert? Ich bring uns hier raus! Ich hab's wieder getan. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich schaffe das! Ich schubse dich! Mach dich bereit! Amicia, komm! Ich kann nicht! Bitte! Ich kann nicht! Amicia, schnell! Ich kann nicht! Amicia! Bitte komm! Bitte, Amicia! Du bist wach! Er hat dich gerettet. Er sagt, er bringt uns zur Insel. Er weiß, wo sie ist und sie heißt Lacuna. Warte. Er besorgt uns ein Boot. Was? Nein. Amicia. Zu Hause hatten wir einen Hund, aber ich habe ihn nicht oft gesehen. Weil du nicht rauskonntest? Ja. Ich stellte mir vor, wie wir spielen. Ah, verstehe. Wir sind da. Wo ist das Boot? Wo ist es? Ich hoffe, es ist groß. Es ist nicht weit. Ich lasse die Pferde frei. Den Rest des Weges gehen wir zu Fuß. Möwen! Darf ich das ansehen? Bitte. Hab noch etwas Geduld. Gut. Das wird schon. Hoffentlich. Lass Luft ran. Das wird noch eine Weile wehtun. Atme und bleib ruhig. Lass mich doch bloß in Ruhe. Hör doch auf, so tapfer zu tun. Du könntest noch was lernen. Gut. Wieso bist du zurückgekommen und hast mich nicht sterben lassen? Sag mir, wieso sollte ich dir trauen? Ich könnte dich doch den Ratten einfach zum Fraß vorwerfen. Der Graf führt Krieg gegen uns.
den Abschaum der Provence. Die meisten meiner Männer, meiner Freunde, wurden getötet oder sie flohen. Irgendwann werden sie auch mich erwischen. Du bist also auf der Flucht? Ja. Sieht schlecht aus, aber du hast was Besonderes. Ratten. Für einen gesuchten Mann der sicherste Weg aus der Misere. Ich weiß, wo eure Insel liegt. Ihr müsst mich nur am Leben halten, bis wir sie erreichen. Amicia, schnell! Das musst du sehen! Ich komme! Spiel bloß keine Spielchen. Das hier erinnert mich daran, dass ich dich töten sollte. Und, was hast du gefunden? Riechst du das nicht? Ich rieche Pferde und... stink ich so? Nein, es riecht nach Seetang. Na komm! Warte, wir müssen reden! Nicht jetzt, das Meer ist gleich dort. Hugo, es ist wichtig! Huah! Geld her, das ist ein Überfall! Du hast ihm aber nicht von deinem Traum du mich und nie. Einem anderen erzählt. Hugo, komm zurück! Ich will nicht spielen! Und ich rede nicht mit Angsthasen! Ist es so schwer, mal nett zu sein, du kleines... Immerhin siehst du besser aus. Amicia, wir sind da! Hugo, du sagst gar nichts. Los jetzt, wir sind nicht wegen der Aussicht hier. Sag mir zuerst, wohin wir gehen. Zu einem Boot, ich kenne da jemanden. Wen? Eine Schmugglerin, sie hat ein schnelles, leises Boot. Wie schön, mehr Verbrecher. Ja, so sieht's aus und du solltest dich schnell daran gewöhnen. Du wirst nach Lacuna, nach all dem Scheiß, den du gemacht hast, dann auf dem Boot oder du schwimmst. Ich will unbedingt auf das Boot. Ah, hörst du das? Das ist die richtige Einstellung. Die richtige Einstellung. Ah, viel zu hoch. Spring, ich fang dich. Wow. Hey, pass auf! Na gut, wartet mal auf mich. Du bist schwer. Deine Schwester füttert dich gut. Ich liebe Essen. Hey, schau mal, da unten. Mach doch mal langsamer. Der hier rennt so. Hey, kurzer, langsam. Wir haben Verletzte. Wie rücksichtsvoll. Oh, so viele. Ist das eine Vogelarmee? Sieht so aus. Ich finde, du solltest zum Angriff blasen. Darf ich, Amicia? Wenn du willst, aber bleib in der Nähe. Na los, Soldat, Angriff! Angriff! Haha! Wenn wir mehr Leute wie ihn hätten, hätten wir die Engländer schon längst vertrieben. Was weißt du schon vom Krieg? Ich war damals ein Ritter in Guyenne. Oh, wir sind aus Guyenne. Schade drum. Ja, was? Hey, hast du meinen Angriff gesehen? Ja, die kommen nicht so schnell zurück. Ich könnte Soldat werden. Ohne Zweifel. Oh, auf gar keinen Fall. Irgendwann ist es eine eigene Entscheidung. Das werden wir sehen. Sieht ruhig aus. Wohnt hier jemand? Glaube ich nicht. Ich würde hier gern wohnen. Gleich am Meer. Da wären wir. Sag nicht, dass das dein Boot ist. Nein, aber es bringt uns hin. Siehst du die Stange?
Da ist ein Seil dran. Du ziehst und ich schiebe das Boot auf meiner Seite ab. Kriegst du das hin? Ich helfe dir, Amicia. Ich bin zerbrechlich. Ha, sag, wenn du bereit bist. Gut. Weiter so. Anu! Was? Zurück! Was zur Hölle? Oh, Scheiße! Scheiße! Die mögen dich anscheinend. Die hätten mich fast erwischt. Ihr ja. seid so krank. Ach, komm. Na gut. Wir bahnen dir einen Weg. Soll ich sie kontrollieren? Das ging letztes Mal schief. Aber jetzt? Jetzt schaffe ich das. Ja, versuchen wir's. Sei vorsichtig, ja? Ja. Wie machst du das bitte? Wo hast du das gelernt? Psst. Fertig. Dann gehen wir. Sie folgen uns doch nicht, oder? Keine Ahnung. Wie appetitlich fühlst du dich? Verfressene Biester. Nichts für ungut, Kurzer. Hier geht's zu deinen Schmugglern. Ja, ist eine Abkürzung. Weißt du, dass Ratten in deiner Abkürzung sind? Ja, also auch weniger Soldaten. Und wir haben doch den Jungen. Gott, das gefällt mir nicht. Oh-oh. Was? Das sind Millionen? Tja, Pech. Wir gehen trotzdem rüber. Klasse. Hab keine Angst. Wirklich? Hey, Kurzer, die gehorchen dir. Schick sie alle ins Meer. Ich kann immer nur ein paar kontrollieren. Na toll. Hey, was ist das? Das hast du gegen meine Männer eingesetzt. Alchemie. Geheimrezept. Das Rezept ist mir egal. Hauptsache, es leuchtet. Wart's ab. Genau das war und habe ich gesucht. Du magst Ratten wirklich nicht. Niemand mag sie, Kurzer. Oh nein. Was? Was ist das? Das ist ein Nest. Bitte sag nicht, dass wir da reingehen. Oh doch. Sollten wir nicht. Willst du hier bleiben? Den haben wohl deine Schmuggler zurückgelassen. Wüsste wirklich nicht, warum. Na gut, einmal durchatmen und los. Das wird schrecklich, Amicia. Sogar der Junge hat Angst. Bist du dir wirklich sicher? Ziemlich sicher. Und das Licht auf dem Wagen gibt uns Deckung. Nicht, dass ich bereit wäre. Hier steckt's. Was ist das? Da wird mir ganz anders. Die machen das aus ihrer Beute. Aus Menschen. Verdammt nochmal! Ihr seid also aus Gyen. Da hat alles angefangen. Ihr... Es war keine Absicht. Du warst das? Er kann nichts dafür, ja? Wir müssen uns genau wie alle anderen mit den Dingern rumschlagen. Ach, die Hölle, die wir alle verdienen. Ich will, dass es aufhört. Wir schaffen es nach Lacuna. Wir heilen dich. Das ist Irrsinn. Himmel, dieses Ding ist riesig. Könnte riesig sein. Hier lang, glaube ich. Vorsicht. Scheiße! Hallo! Oh Gott, nein!
klar? Noch heil? Alles gut. Außer, dass ich hier festsitze und die mich angreifen wie ein Sonntagsbraten. Hugo, wir sollten jetzt gehen. Was? Warum? Er ist gefährlich. Du auch. Und ich bin noch gefährlicher. Aber wir brauchen ihn. Hey, ich brauche hier Hilfe. Ich... Na gut. Amicia, sieh mal. Die gelben Kristalle. Das ist Epi Sangris. Du hast recht. Da ist es wieder. Anno! Ach, endlich. Siehst du die gelben Kristalle? Brich einen ab und wirf ihn mir zu. Gut. Ich bin bereit. Auf dein Zeichen. Perfekt. Aber so hilft es uns nicht. Ich brauche noch was, damit es brennen kann. Vielleicht Salpeter? Hier, Odorus, versuchen wir es mal. Anno, siehst du die Kurbel da oben? Ich mach dir den Weg frei und dann rennst du dahin, klar? Ja, von mir aus. Jetzt! Es klappt! Ja, weiß nicht, was das war, aber hat mir die Haut gerettet. Wir sind noch nicht draußen. Wofür ist die Kurbel? Keine Ahnung. Ausprobieren. Ich überlasse es dir, Anno. Los geht's. Sieht aus, als könntest du das benutzen, oder? Mit deiner Armbrustmagie. Mal sehen. Schon dabei. Amicia, du könntest mit der Armbrust auf die Planke schießen. Vielleicht mit dem Odorus. Da, das sollte halten! Sag, wenn ich loslassen soll! Lass es! Los geht's! Und irgendein Sekret, das sie absondern, glaube ich. Keine Angst, ist nicht gefährlich. Mach dir Witze, die Stiefel verbrenn ich. Ach komm, du bist fast da. Widerliche Drecksscheiße. Ich bin da. Ja, genug Nervenkitzel? Ich war in 100 Schlachten. Schieß ein Feuerbolzen auf meinen Schild. Was? Aber dann brennt er. Das ist ihm völlig egal. Na gut, von mir aus. Das habe ich gespürt. Gut, sobald du bereit bist, bitte schnell. Los geht's. Hey, das Feuer brennt wie die Hölle. Wir schaffen das. Habt ihr gehört? Aus dem Weg. Ja,
Kusch! Ah, da kriechen die Feiglinge zurück in ihre Löcher. Das war's. Weich zurück vor der Macht des Falls. Siehst du, man gewöhnt sich dran. Ja, jetzt haben sie Angst vor dir. Hölle nochmal, ja. Aber mein Arm ist jetzt gut durchgebrannt. Aber du bist der Wall. Und der Wall hat genug eingesteckt, Kleiner. Mein Körper ist so zerbeult wie mein Schild. So ist es im Krieg. Wir sind fast da. Halt noch ein bisschen durch. Ich halte durch, das kann ich. So, Schluss jetzt. Hast du dich verbrannt? Geht schon. Hab nur ein bisschen geschwitzt. Gehen wir weiter. Ab nach unten. Sicher. Gut, dann an die Arbeit. Ist das das große Wrack? Ja, wir sind fast da. Ihr Versteck ist auf der anderen Seite des Boots. Ihr? Ja, Sophia, der Drachenkopf. Sie ist die Anführerin. Klingt unheimlich. Nicht so unheimlich wie diese Viecher. Das wird sich herausstellen. Na los, noch einmal aufraffen.